Servus aus Österreich, ihr smarten Trader und jene, die es noch werden wollen. Erstmal ein Kompliment von mir. Ich habe noch auf keinen Content so viele positive Rückmeldungen bekommen wie auf diesen 7-Tage-Crash-Kurs. Natürlich extrem motivierend für mich. Ja, vor allem auch eure fleißige Teilnahme an den gestellten Aufgaben. Wir sind mittlerweile mitten im praktischen Teil angekommen. Habe in den letzten Tagen auf Twitter und Instagram auch einige umgesetzte Live-Trades dokumentiert. Woche 1 war übrigens kitschig gut, der Performance. Das beschreibe ich natürlich auch noch als schöne Zusammenfassung für alle, die den wöchentlichen kostenlosen Newsletter abonniert haben. Also hier der Call to Action. Falls noch nicht abonniert, gerne eintragen unter michaelhinterleitner.de. Heute ist Montag, der 4. September. Die Amis haben Labor Day Feiertag. Die US-Börsen sind damit heute geschlossen. Mehr als genug Zeit also für das Erstellen der Long- und Short-Watchliste gemäß unserem ganz konkreten Crashkurs-Setup aus Tag 3. Ja, nach diesem Video kennst du meine Nuancen, auf die du achten musst und wie du TradingView als deinen Screener nutzt, sodass wir künftig hoffentlich möglichst die gleichen Kandidaten für die kommenden 5 Handelstage finden. Denn in Erinnerung, die Watchliste wird immer nur am Wochenende erstellt und die nächsten 5 Tage wird nur noch diese Watchliste auf Live-Signale gecheckt. Fragen gerne in den Chat und weil die immer kommt, gleich mal vorweg die Antwort, ja, das Webinar wird aufgezeichnet und dann auch hochgeladen. Schauen wir uns zuerst die Watchlisten vom letzten Wochenende an, wie im Newsletter von letzter Woche dokumentiert. Das waren die 10 Long-Kandidaten für die letzte Handelswoche. Und ich habe gleich mal rechts dazu geschrieben, wie die in den vergangenen 5 Tagen performt hat. Im Schnitt haben die um 6,3% zulegen können, diese 10 Long-Kandidaten in den letzten 5 Handelstagen. Das Prinzip unserer möglichst simplen Crashkurs-Strategie ist ja die, ich möchte sie natürlich unbedingt auch meiner Oma vermitteln können, dass sie das versteht. Deshalb konzentrieren wir uns auf Trendfolge von Outperformern. Also jetzt im Falle dieser Long-Watch-Liste suchen wir am Wochenende nach Überfliegern, die aber gerade wieder günstiger geworden sind in der vergangenen Handelswoche und setzen darauf, dass die in Kürze ihren Durchmarsch wieder fortsetzt. Deshalb soll die Long-Watch-Liste idealerweise nächsten Tage outperformen und unsere Short-Watch-Liste idealerweise underperformen. Ja. Hier haben wir im Schnitt bei diesen 10 Short-Kandidaten ein Plus von 3,5%. Das war eine sehr, sehr bullische Gesamtmarkt die letzte Woche. Also haben auch diese Short-Kandidaten großteils zulegen können, aber deutlich weniger als die Long-Watch-Liste. Auch wenn ich diesen mit TDS hier diesen Outperformer rausnehme, sind es immer noch 4,5% im Schnitt gegenüber 3,5%. Das heißt, das Prinzip des Momentum-Tradings, dass Überflieger weiter outperformen und schwache Aktien weiterhin schwach sind, hat hier mal sehr gut funktioniert. Vielleicht werfen wir auch gleich einen Blick auf diese Watchlist der letzten Woche hier in TradingView. Wir sind im Tageschart. Wir sehen hier Telefon und Data Systems, Kandidat Nummer 1. Ich glaube, es haben 9 von den 10 Aktien ein Kaufsignal generiert im Laufe der letzten Woche. Da warten wir dann auf eine grüne Tageskerze nach der Korrektur. Ich habe die Aktie allerdings nicht live gekauft, weil hier der Widerstand einfach zu nah war. Das heißt, das Chance-Risiko-Verhältnis wäre kleiner als 1 gewesen. Und das ist für unser Setup, für unsere Zwecke im Crashkurs ein No-Go. Wir peilen immer das vorherige Zwischenhoch als Kursziel an, weil ich das sehr einfach kommunizieren kann, ohne dass Interpretationsspielraum ist, warum jetzt das Kursziel irgendwo in diesen freien Raum hier rauf. Also brauchen wir hier ein
Chance-Risiko-Verhältnis das von größer und 1. Und das war hier leider nicht drin. Und natürlich war das dann der krasseste Outperformer. Murphy lässt grüßen. Bei Wayfair sind wir Mittwoch eingestoppt worden mit einer Kauforder über diese Dienstagskerze. Der läuft noch. Bei United Steel wurde die Order knapp nicht ausgeführt hier nach Dienstag. Die lag sehr gut, ist dabei, beziehungsweise wäre es auch plus minus null noch, wenn sie ausgeführt worden wäre. Nach Donnerstag dann nicht erneut rein versucht, weil es teurer geworden ist im Vergleich zur Dienstagskerze. Caterpillar hat sehr gut performt. Ja, bei Apple Corporation kam ich letzte Woche nicht mehr rein, da war das Signal schon in der Vorwoche, hat Kursziel erreicht. Noble Corporation mit einem Kaufsignal am Dienstag, auch nicht live umgesetzt, weil mir das Chance-Risiko-Verhältnis auch zu klein war. Advanced Drainage Systems läuft noch. Global Payments ist am Freitag ins Kursziel. VTS ist der einzige Kandidat auf der Long Watch Liste, der nicht in ein Live-Signal mündete letzte Woche. Und Amgen nach Dienstag eingestoppt, kämpft noch. Also das ist hier der schwächste Kandidat im Portfolio und auf der Short Watch Liste wurde ja Doximity ausgeführt und das war der einzige Stop-Loss bisher. Forward Air am Donnerstag eingestoppt. Wevens Therapeutics gleich am Montag eingestoppt und ging weiter nach unten. Lithium Americas wurde nicht eingestoppt. Estée Lauder wurde am Freitag ganz knapp eingestoppt. Da läuft natürlich noch International Flavors and Fragrance nicht ausgeführt am Dienstag zum Glück. Hier wurden wieder einige Fehltritts erspart durch das Verwenden von Stop-Entry-Orders. Also die Stop-Verkaufsorder unter dem Tief von Montag wurde nicht mehr erreicht. Deshalb wurde uns hier ein Fehltritt erspart. Das Sealed Air auch. Wir haben am Freitag auch eine Stop-Sell-Order drin gewesen, auch nicht ausgeführt. Und bei Graphic Packaging Holding das Gleiche. So, wie läuft das Erstellen der Watchlist jetzt ab? Wir beschränken uns auf 10 Long-Kandidaten und 10 Short-Kandidaten und ihr kennt das hoffentlich aus dem Newsletter, unsere Einstellung hier im TradingView Screener. Wenn ihr das erste Mal euch einloggt, ich habe mir auch einen ganz neuen Account angelegt, dann findet ihr hier links unten in diesem Panel den Aktienscreener. Den öffnen wir und hier bei Märkte ist der erste Schritt, dass wir hier uns auf die USA konzentrieren. Ja, auch keine Mehrfachauswahl zulassen mit anderen Ländern, sondern wir screenen nur die USA. Und jetzt bei unseren Einstellungen, um Long-Kandidaten zu finden. Symboltyp Stammaktie, Börse, die sind dann vorausgewählt, die amerikanischen Börsen. Wir wollen ein Durchschnittsvolumen der letzten 10 Tage von mehr als 1 Million Aktien am Tag, im Schnitt der letzten 10 Tage. Wenn ihr diesen Filter jetzt nachbauen wollt, ihr findet alle diese Kriterien einfach über die Suchfunktion hier. Wenn ich hier Durchschnittsvolumen möchte, ja, dann sehe ich hier das Durchschnittsvolumen. Und kann es dann den Filterkriterien einfach hinzufügen. Wir wollen mindestens 1 Million Stück am Tag, im Schnitt der letzten 10 Tage. Wir wollen einen Preis, das heißt, die Aktie muss über 10 US-Dollar notieren. Was machen wir mit diesen zwei Einstellungen hier? Wir filtern Penny Stocks und sehr illiquide Aktien raus, die zwar oft super volatil sind, aber dafür auch super teuer im Handel, beziehungsweise durch hohen Spread. Eine hohe Spanne zwischen Ankauf- und Verkaufskurs und hohe Slippage. Das heißt, der tatsächliche Kurs, den man bekommt, ist fast immer schlechter als den man haben wollte. Kostet uns das ein Vermögen. Deshalb Finger weg von Penny Stocks, beziehungsweise Finger weg von illiquiden Aktien. Ja, man könnte hier auch Aktien handeln, die also im einstelligen Bereich notieren, aber für diesen Crashkurs konzentrieren wir uns auf die liquidesten Aktien, die gut handelbar sind.
Ich sehe die erste Fragen reinkommen. Wenn es gerade passt, mache ich sie ganz aktuell. Und sonst heben wir uns die dann für das Ende des Webinars auf. Performance wöchentlich. Jetzt bei den Long-Kai-Daten will ich, dass die Performance unter 0, das heißt negativ war die Wochenperformance. Das hilft uns dabei, die Aktien zu finden, die gerade korrigiert haben, die gerade wieder dabei sind, günstiger zu werden. Primäre Auflistung, ja, das filtern uns hier nochmal ein paar Aktien raus, die an Sekundärbörsen gelistet wären. Und der einfache gleitende Durchschnitt, das heißt der letzten 200 Tage der 200er SMA, soll unter dem aktuellen Preis sein. Das ist der gängigste, bekannteste Trendfilter überhaupt, damit wir eben übergeordnet Aktien nur finden, die hier im Aufwärtstrend sind. So, das ist jetzt aber nur die halbe Miete, ja, diese sieben Filterkriterien für unseren Long-Filter. Jetzt wollen wir die Überflieger finden und hier konzentrieren wir uns auf die Performance der letzten 3 Monate. Das kannst du ganz einfach lösen, indem du hier auf den Tab Performance wechselst und wir sortieren so dann absteigend nach der 3-Monats-Performance und finden hier mit Winfast Auto eine Aktie, die in den letzten 3 Monaten um 185% zulegen konnte. Die ist natürlich im Aufwärtstrend in einem dynamischen gehört zu den Gewinnern. Aber wenn man den Chart öffnet und wir sehen uns den im Wochenchart an, ganz wichtig, wechsel dann in den Wochenchart hier, dann ist das sofort eine Red Flag. Ja, das ist einfach gerade eine extrem gehypte Aktie. Wenn es jetzt mehrere Monate schon der Fall wäre, kein Problem. Aber hier ist einfach, keine Ahnung, eben dann irgendein Drama im Gang, schoss von 10 auf $90 und schon wieder auf 29. Das ist dann doch ein bisschen zu viel des Guten an Wohler. Die lassen wir links liegen. Groupon. Was wollen wir sehen? Wir wollen sehen Aktien, die in einem dynamischen Aufwärtstrend sind, was hier der Fall ist bei Groupon, und die gerade wieder günstiger geworden sind. Und zwar unter fallenden Umsätzen. Ja? Die Aktivität in der Korrektur. Aktivität nennen wir das, muss im Kontext deutlich geringer sein als die Aktivität im Aufwärtsimpuls. Und das ist hier schön der Fall. Groupon wäre jetzt sofort der erste Watchlist-Long-Kandidat. Ich wechsle noch kurz in den Tageschart, um zu checken, ob in den nächsten 5 Handelstagen Earnings, also Quartalszahlen, angekündigt wären. Dann wäre es natürlich ein No-Go. Und kann jetzt dieser Watchlist eigentlich sofort Coupon hinzufügen. Zur Watchlist hinzufügen, einfach auf dieses Plus hier klicken. Zack. Jetzt ist jetzt hier, man kann diese Watchlist, ja, ich habe das im Newsletter beschrieben, aber im kostenlosen TradingView-Modus kannst du nur eine einzige Watchlist machen. Deshalb müssen wir Long- und Short-Watchlist kombinieren. Aber man kann hier sehr schöne Segmente einführen. Ja, in der Mitte das Segment Short Watchlist und dann wird das neue Symbol hier unten dran gehängt. Wir wollen Coupon aber hier in unserem im oberen Teil als Long-Kandidat sehen. Jetzt machen wir aber Folgendes noch zuerst, bevor wir jetzt hier wild neu hinzufügen, dass wir einfach mal rauswerfen, was nicht mehr als Long-Kandidat in Frage kommt. Und das ist gleich mal TDS. Ja. Das ist natürlich ein Überflieger, ist natürlich eine super performante Aktie, die ich gerne gerade im Depot hätte. Aber als potenzieller Kaufkandidat für die nächsten Handelstage, für die nächste Woche, fällt der raus, weil der Kurs nicht günstiger geworden ist. Durch diese Vorgehensweise, dass wir im Wochenchart eine negative Wochenperformance voraussetzen für Long-Kandidaten, fällt der raus. Das hat natürlich jetzt den Schwachpunkt, dass TDS jetzt am Freitag zum Beispiel sehr viel günstiger worden hätte werden können und damit eigentlich schon wieder günstig zu haben wäre. Aber wenn wir jetzt von diesem Kriterium abrücken, dass die gesamte Wochenperformance negativ sein muss für Long-Kandidaten, dann wird die Auswahl so groß, dass die euch anfangs überfordern könnte. Dann dauert das manuelle Durchgehen der Kandidaten dann wesentlich länger. Deshalb simpelste Vorgehensweise für deine erste Strategie überhaupt ist die
dass die Wochenkerze, die Wochenperformance negativ sein muss. Damit fällt TDS raus. Damit fällt Wayfair raus. Hier läuft ohnehin der Long bereits. Damit fällt United States Steel raus. Caterpillar fällt raus. APA fällt raus. Wir werden sowieso Probleme haben, heute 10 vernünftige Long-Kandidaten zu finden, weil es so eine bullische Handelswoche war. Ja, alles raus hier. Bis auf Viatris. Viatris hier im Wochenchart immer noch klarer Aufwärtsimpuls hier und die Korrektur unter deutlich sinkenden Umsätzen. Das heißt, Viatris kann sogar drin bleiben. MGen kann drin bleiben, aber hier sind wir ohnehin auch in einem Long, aber das kann auch weiterhin ein Long-Kandidat bleiben und Groupon haben wir gerade hinzugefügt. So, damit haben wir sogar schon 3 und wir wechseln wieder in die Ergebnisliste unseres Screeners. Wir haben übrigens nur 34 Übereinstimmungen für diese Woche gefunden. Die kann man problemlos dann manuell durchgehen und abklappern. Warum ist jetzt die Aktie hier im Screener drin, obwohl sie eine grüne Wochenkerze hat? Ah, ja, das ist wieder so ein kleiner Makel. Jeder Screener funktioniert ja anders. Die Extreme Networks hier wird... Freitag war ja auch, weil der Freitag eben negativ war. Genau, der erste Handelstag im neuen Monat wird hier im Screener als Wochenperformance negativ ausgeworfen. Ist natürlich hier kein Long-Kandidat, weil der Kurs schon wieder weggelaufen ist. Und außerdem, gehen wir mal zurück, außerdem hier zu hohe Aktivität auf dem Weg nach unten. Rhinovex ist A, nicht wirklich günstiger geworden und B, die Aktivität sinkt nicht in der Korrektur. Also weg damit. So, Option Care Health hätte im Aufwärtstrend eine rote Wochenkerze, ist also wieder günstiger geworden, aber die Umsätze steigen gegenüber den letzten 3 freundlichen Wochenkerzen. Das heißt, die Korrektur geht nicht mit sinkender Aktivität einher, also weg. Hier ist auch MGen wieder in unserem Screener-Ergebnis drin. Bleibt in der Longwatch-List. Sowas Points, hier sowas ist auch eine Red Flag, aber wenn hier lange Seitwärtskurse habt, dann ist das meistens ein Übernahmekandidat. Warum jetzt sowas hier seit 4 Wochen auf einem Preislevel notiert, ist uns egal. Aber wird einfach sofort aussortiert. Packer wäre hier im Wochenchart in einer schönen bullischen Flagge drin, hat auch lange sinkende Aktivität verzeichnet, nur letzte Woche leider sehr viel mehr Umsatz. Bei Zweifel kann man in den Tageschart wechseln und sieht dann hier, ja, da soll diese Unterstützung gerade gebrochen werden. Wird sie aber nicht. Wäre theoretisch dann eigentlich doch interessant, weil hier der Support gekauft wird. Aber hier haben wir sehr viel Overhead-Supply. Ja. Da ein Hoch, da ein Hoch, da ein Hoch, da ein Hoch. Sehr viele Widerstände im Weg und ich will es nicht verkomplizieren für diesen Crashkurs. Wir betrachten rein die Wochenkerzen. Williams Companies, auch steigende Aktivität. Viatris, sehr schön, dass die auch wieder im Screener drin ist. Haben wir schon gesehen, die trifft unsere Kriterien wieder. Well, Royal Caribbean Cruises. Ja, da haben wir jetzt wieder fallende Aktivität. Davor minimal ansteigend, aber auch sehr unterdurchschnittlich. Der Impuls nach oben war. Die letzten Impulse, Anstiege gingen mit sehr viel Umsatz einher, die Korrekturen mit weniger Umsatz. Das passt. Dann checken wir noch, ob Earnings anstehen. Nein, auch nicht. Sitzt auch hier auf einer schönen Unterstützung auf. Also unser nächster Kandidat für die kommende Woche. Wieder aufschieben. Wieder einen Wochenchart wechseln. Frontline PLC.
Ja, dynamischer Arbeitsraum sieht anders aus, aber ich befürchte, so eine große Auswahl werden wir heute nicht haben. Wochenkerze schön rot und das sinkende Aktivität. Ja, passt doch. Im Tageschart ein schöner Aufwärtstrend, korrigiert auch gerade wieder auf eine Art Support. Nehmen wir mal auf. Mehr als 10 werden wir ohnehin nicht finden. Acadia Pharmaceuticals. Ja, doch. Sehen hier seit dem Hoch, ja, dynamischer Aufwärtsimpuls und seit dem dynamischen Aufwärtsimpuls sinkt die Aktivität. Man muss hier bei Pharmaceuticals und Biotech-Unternehmen ein bisschen vorsichtig sein, nie mehr als ein, zwei ins Nest legen davon. Auch diese Gap-Unterkante hier fungiert schön als Unterstützung. Allerdings haben wir hier eigentlich am Donnerstag schon die erste grüne Kerze gehabt. Freitag müsste man schon ziemlich nachspringen. Aber wer weiß, was die Woche noch bringt. Kommt ja vielleicht nochmal runter. So, Patterson Companies. Abwärtsimpuls, interessant für uns. Ups. Berigo Company auch mit zu hoher Aktivität auf dem Weg nach unten. Union Pacific Corporation. Ein schöner Aufwärtsimpuls und jetzt steigt aber letzte Woche die Aktivität an. Streng nach unseren Kriterien. Darf ich die nicht als Lohnkandidat behandeln? Hercules Capital auch nicht, zu hohe Aktivität. Wir verkomplizieren uns es hier nicht und bleiben ganz streng bei den Kriterien. Ja, da ist kein Aufwärtstrend da. Da auch nicht. Ja, wir sind ja bei Aktien, die schon nur noch wenige Prozent Zuwachs verzeichnet haben in den letzten 3 Monaten. Mein Outfit, das fällt auch flach wegen dieser langen roten Kerze mit sehr viel Umsatz. JP Morgan, rüstig, schön, schöner Impuls nach oben, gefolgt von abnehmender Korrektur. Ich sehe ja gerade diese News hier, die beeinträchtigen das Blickfeld hier mit Rechtsklick in den Chart auf Einstellungen. Könnt ihr das entfernen unter Ereignisse? Genau, die neuesten News und Gedanken zu den Aktien will ich hier nicht, dass die mir nicht den Volumen walten, immer verstellen. JP Morgan. Ah, schönes, frisches Signal für morgen. So, JPM. Damit sind wir bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. World Wrestling Entertainment, zu hohe Aktivität. Ditto HP, ebenfalls auch kein wirklich dynamischer Aufwärtstrend mehr. Auch nicht. Cencora. Nö, zu hohe Aktivität auf dem Weg nach unten. Pacific Gas auch nicht. So eine Aktie ist auch ein No-Go, ja, auch wenn die hier im Schnitt über 1 Million Stück am Tag gehandelt werden. Das schreit nach Illiquidität. McDonald's. A, kein Aufwärtstrend mehr. Wir haben hier das letzte Zwischentief verletzt. Und B, zu viel Aktivität auf dem Weg nach unten. Ich wechsle mal kurz in den Tagescharts, dann seht ihr das schöner. Hier das letzte Zwischentief verletzt. Auch hier kein neues Hoch mehr gemacht. Kein klarer Aufwärtstrend mehr vorhanden. Monster Beverage hängt auch in der Seitwärtsphase fest. Alles andere als ein schöner dynamischer Aufwärtstrend.
So, ich muss hier mal kurz wieder die Mikros deaktivieren. Ja. Verbal Mobility legt auch extrem zu in den Umsätzen. Das heißt, keine harmlose Korrektur zu befürchten. Also mehr zu befürchten als nur eine harmlose Korrektur. Und das waren jetzt alle 34 Kandidaten, die hier mit dieser Einstellung in unsere Screeners aufgetaucht sind. Sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kaufkandidaten. Damit wechseln wir in die Short-Suchmaske. Ich schaue noch kurz in den Chat rein, die ARK-Fragen gerade dazu passen. Nee, machen wir am Ende. Unsere Short-Watchlist von letzter Woche kurz überfliegen im Wochenchart wieder, ob die Kriterien noch passen würden. Ja, Doximity, klarer Impuls nach unten, harmlose Erholung bisher, bleibt drin, grüne Wochenkerze. Jetzt müssen wir die Kriterien hier umdrehen. Ja, wir suchen jetzt nach schwachen Aktien, die gerade wieder günstiger werden für einen Short-Einstieg, das heißt, die sich nach oben bewegt haben müssen in der letzten Woche. Forward Air hat zwar eine rote Wochenkerze, aber ein kleines Wochenplus. Sind da ohnehin Short. Wevens Therapeutics ist uns wieder davongelaufen nach unten, das heißt, die kann raus. Lithium Americas ist definitiv wieder günstiger geworden unter sehr geringen Umsätzen. Das bleibt ein schöner Short-Kandidat. Estée Lauder ebenfalls. Grüne Wochenkerze unter fast nur noch halb so viel Umsätzen wie in Wochen davor. Sind wir ohnehin auch Short. AMLX fällt raus. Hat eine kleine rote Wochenkerze. International Flavors and Fragrance bleibt ebenfalls auf der Shortwatch-Liste. Wir sehen hier schön die Erholung unter fallenden Umsätzen. DXC fällt raus, weil hier die grüne Wochenkerze unter von steigenden Umsätzen begleitet wird. Fällt raus. So, Sealed Air Corporation kann drin bleiben. Ganz geringe Umsätze nur. Graphic Packaging Holding Company kann auch drin bleiben. So, damit hätten wir sogar schon wieder 7. Schauen wir mal, was der frische Screener an Schönheiten auswirft. Die Filtermaske bei den Short-Kandidaten sieht nur minimal anders aus. Wir müssen natürlich auch umdrehen in der Hinsicht, dass die Performance wöchentlich jetzt ob größer als 0 sein soll. Das heißt, wir haben einen Wochenplus, damit wir wieder günstig reinkommen können. Und der einfache gleitende Durchschnitt der letzten 200 Tage muss jetzt über dem Preis sein, damit wir nur Aktien im Abwärtstrend finden. Das sind die einzigen zwei Änderungen. Dann sortieren wir jetzt nach der 3-Monats-Performance fallend. Das heißt, wir schauen uns jetzt mit TG Therapeutics den größten Verlierer der letzten 3 Monate an, wieder im Wochenchart. Haben jetzt zwar drei minimal grüne bullische Wochenkerzen, aber unter fallenden Umsätzen. Das heißt, passt formal ins Bild, aber günstiger ist die trotzdem nicht geworden. Die bewegt sich nur seitwärts, die wird nicht günstiger. Nö, muss nicht sein. Sankar Technology, kein Trendbild. So, Hawaiian Electric Industries, da muss man mir aufpassen. Hawaii ist ja von furchtbaren Bränden heimgesucht worden. Da stürzte dann der Stromversorger, diese Versorgeraktie um 60% ab, mehr sogar. Und korrigiert wieder nach oben, aber ohnehin unter steigenden Umsätzen würde auch damit nicht in unser Schema reinfallen. Apellis Pharmaceuticals. Ja, das passt. Steigt unter fallenden Umsätzen. Letzte Woche fiel noch raus, weil die Umsätze höher waren als jede Woche davor. Aber jetzt mit der aktuellen Wochenkerze passt das wieder ins Schema. Hat hier auch eine Zone erreicht, die schön als Widerstand geeignet sein kann. Das heißt, Apellis Pharmaceuticals kann auf die Liste. Ich habe auch jetzt gerade keine pharmazeutische bzw. Bioaktie mehr drauf.
Gut. Muss man hier ein bisschen darauf achten, kein Klumpenrisiko zu kriegen, wenn man erst vier, fünf Aktien aus derselben Branche beobachtet. Short-Kandidaten kriegen von mir eine rote Flagge, damit man die auch optisch auseinanderhalten kann. Solar Edge, keine grüne Wochenkerze. Maxeon Solar Technologies, ja, das passt. Abwärtstrend ist da mittlerweile, tiefere Tiefs, tiefere Hochs und steigt unter fallenden Umsätzen. Eignet sich durchaus als Short-Kandidat. Ribbon Brands Holding nicht, weil die Umsätze steigen. Dasselbe bei Harmonic. Wireset eignet sich theoretisch, aber so richtige Abwärtsimpulse sind das auch nicht gewesen. Nee. Ja, da gab es einen Absturz wegen Earnings. Kurz vor Earnings um 40% bei NEPCO Security Technologies steigt jetzt wieder unter fallenden Umsätzen, die aber davor dafür auch extrem groß waren. Ja, theoretisch fällt in unser Beuteschema. Schön finde ich was anderes, weil die Umsätze fallen ja von extrem hohem Niveau wegen diesem. Gab sich eine Meldung vorab der Quartalszahlen, die dafür sorgte, für diesen Absturz. Ich schreibe es mir hier mal auf, falls wir nicht keine 10 schönen Kandidaten finden. Aber da mache ich mir eigentlich keine Sorgen nach dieser bullischen Woche. Da regnet es immer Short-Kandidaten rein. So wie Roblox. Ja. Impuls nach unten, Erholung unter schwachen Umsätzen. Im Tageskart. Tageschart kurz checken. Damit haben wir auch ein schönes Signal für morgen. Rote Tageskerze, wieder günstiger geworden. Reicht uns. Kommen auf die Liste. Jetzt hätte ich meine 10. Enphase Energy, wirklich günstiger geworden. Canadian Solar, Solar haben wir schon in der Liste. Insulet, hohe Aktivität. Zoom, nicht günstiger geworden. GameStop, GME, die Meme Stock. Reddit-Aktie, alter Bekannter. Schönes Beispiel für unsere Detailsachen, ja. Abwärtstrend, ja. Korrektur, also nach oben unter fallenden Umsätzen, ja. Aber, sieht es auch im Wochenchart schon hier, stehen Earnings an. Das heißt, wenn in den nächsten 5 Tagen Quartalszahlen oder Hauptversammlung ansteht, dann Finger weg von der Aktie. Ah, da taucht dann Doximity auf. Die hatten wir auf der Liste belassen. Ja, Foodlocker auch ein schöner Kandidat, riesiger dynamischer Impuls nach unten, nach Zahlen, versucht jetzt wieder nach oben zu klettern. Da fallende Aktivität, auch schöner Short-Kandidat. Aber wir belassen es jetzt bei diesen 10 Kandidaten. Ich schicke das ja auch nochmal per Newsletter raus, da aktualisiere ich vielleicht noch das eine oder andere, weil. Kommt immer darauf an, wann man auch screent, nach 11 Uhr, vor 11 Uhr. Da ist leider jeder Screener, hat da seine Eigenheiten. Aber das war es mal, damit ihr seht, warum ich welche Aktien verwerfe sofort und welche dann einen genaueren Blick wert sind. Hier nochmal die Filtereinstellungen für den Short-Screener. Habt ihr auch per Screenshot, per Checkliste auch im Newsletter bekommen. Das Einzige, was sich hier von der Long zum Longfilter unterscheidet, ist die Wochenperformance und wo der
Durchschnitt der letzten 200 Tage sein muss. Damit kommen wir zu den Fragen. Handelst du die Aktie oder als CFD? Sowohl als auch. Die Regel ist derzeit mit Aktien über Free Stocks, aber auch mit CFDs bei Active Trades. Warum, wieso, weshalb? Das kommt dann noch in einer extra Newsletter, wo ich dann, beziehungsweise in Tag 7, wo ich dann die Live-Entries und das Trade-Management beschreibe. Naja, apropos Short-Kandidaten, da hatten wir, glaube ich, Roblox, genau. Roblox als Short-Kandidat für den morgigen Tag, weil rote Tageskerze. Dann checke ich noch kurz bei Free Stocks hier, zum Beispiel, ob die auch short handelbar ist. Roblox Short Selling, ja. Wunderbar. Oliver möchte wissen, gibst du für jede Aktie aus deiner Watchlist eine Order auf, wenn sie ein Kauf-Verkaufssignal generiert hat? Ja, wenn das Chance-Risiko-Verhältnis positiv ist und wenn ich noch kein Klumpenrisiko habe, dass also Aktien aus derselben Branche schon laufen. Theoretisch könnten auch alle ausgeführt werden, ja, also 10 Short. Also nehmen wir mal den Extremfall. Es werden alle 10, sagen wir jetzt für nächste Woche alle 7 Long-Kandidaten geben einen Tag Long-Signal, alle 10 Short-Kandidaten geben einen selben Tag Short-Signal, wären das 17 Positionen, wäre natürlich viel zu viel. Bei jetzt 1% Risikoporträt zum Beispiel. Aber du hedgst dich ja. Ne? Sagen wir mal, 7 Long und 7 Short sind ja theoretisch eher marktneutral. Deshalb umso mehr Paare ich habe, das heißt sowohl Longs als auch Short-Signale oder schon laufen auch im Depot, umso eher bin ich gewillt, mehr Positionen einzugehen. Aber ich gehe ungern mehr als 7, 8 Position in eine Richtung ein. Also wenn ich jetzt flat bin und ich bekomme alle 7 Kaufsignale in einem Tag, dann werde ich in meinem großen Handelskonto mit normaler Positionsgröße nicht alle 7 umsetzen, sondern dann wird gewichtet nach dem besten Chance-Risiko-Verhältnis. Wer das beste CRV hat, wird vorgereiht. Das machen wir dann auch noch in Tag 7 bei Trade Management. Wichtig ist, dass du deine Wohlfühlzone nicht verlässt, beziehungsweise vorher erstmal kennenlernst. Ja? Wenn du einfach Blut und Wasser schwitzt schon bei Eingabe der Orders, weil du schon 3 Long-Positionen hast und jetzt noch ein viertes Signal kriegst, dann wirst du damit auch nicht A, nicht gut schlafen und B, nicht gut fahren. Michael, hallo Namensvetter. Einstieg zu Handelsbeginn oder später? Da denkt schon wieder jemand einen Schritt weiter. Für Zwecke dieses Crashkurses machen wir einfach Entry 15:30. Weiß nicht, ob du meinen Hack da schon kennst oder meinen Tipp da kennst oder gelesen hast oder gehört hast. Ich steige in der Regel eher Richtung 15:45 erst ein, weil mir das einige Fehltrades durch sehr hohen Spread in den ersten Sekunden und im ersten Tick des Tages erspart. Aber das ist eher schon so ein fortgeschrittenes Ding und möchte ich jetzt im Crashkurs nicht verkomplizieren. Berücksichtigst du Dividendenzahlungen? Ja, hatten wir kürzlich erst wo in der Aktie. Ah, das war es nicht hier, diese Watchlist, sondern das war, ah doch, hier bei Estée Lauder. Nehmen wir das mal als Beispiel. Ja, wenn jetzt hier Signal gewesen wäre und nächsten Tag wäre Dividendenzahlung, dann sehe ich hier, okay, 66 Cent macht die Dividende aus, dann rechne ich diese 66 Cent schon in die Orders mit ein. Ja, die Aktie wird dann nächsten Tag um 66 Cent einen Kursabschlag eröffnen und die muss ich sowohl bei Einstiegsorder als auch bei den Ausstiegsordern dann schon einkalkulieren. Ja. Guter Punkt, notiere ich mir auch für den Tag 7 für das Trade Management. So, das fügen wir hier auch gleich ein. Eventuell werde ich hier noch fündig mit, wenn ich mir hier noch etwas mehr Zeit gönne mit dem Screener.
aber für die Zwecke des Crashkurses heute erreicht uns das wichtig, wir hatten zwei Live-Signale, und zwar einmal in, was war's? JPM, glaube ich, genau. JP Morgan, grüne Tageskerze, damit eine Stop-Buy-Order über das Tageshoch. Machen das einfach mal schnell hier mit diesem schönen Tool von TradingView. Ich werde den Stop charttechnisch unter diese Unterstützung legen. Und das Kursziel kann man hier das vorherige hoch anpeilen, kriege hier ein Chance-Risiko-Verhältnis von deutlich über 3, was eine schöne Sache ist. Bei Roblox wird die Verkaufsorder unter das Tageshoch gelegt. Ich sehe ja schon, der charttechnische Stopp wird sehr eng sein, was immer gut ist für das Chance-Risiko-Verhältnis. Aber das Kursziel wird ein Problem, weil wir peilen ja immer nur den letzten Extrempunkt an. Die Erholung ist es nicht so weit fortgeschritten. Ja, Chance-Risiko-Verhältnis von 1,7 herum. Nicht optimal, aber größer als 1 und damit das soll erfüllt. Kann man bei Freestocks auch Hebel handeln, weil man zum Beispiel nicht viel Kapital einsetzen kann aufgrund Risikomanagement? Ja, kannst du. Hebel von 4. Mit der monatlichen Servicebox oder wie sie es nennen hier. Dun. Ja, genau, das kommissionsfreie Modell. Genau, 99 im Monat kannst du dann komplett hebeln und die Margen massiv reduzieren. Bemerkst du, dass die Sommermonate schwächer sind? Ist dein Screening immer gleich? Ja, die Sommermonate sind für mich persönlich generell schwächer, weil ich eigentlich weniger handle im Sommer. Zumindest solange die Jungs noch klein sind, versuche ich da gerade bei so schönem Wetter wie heute eigentlich die Zeit eher daheim zu verbringen. Da bin ich dann nicht am aktivsten. Aber sonst bemerke ich es insofern nicht, dass ich nur wenige Tage in meinen Trades drin bin, es nicht Wochen oder gar Monate lang, und ich mich fokussiere auf Aktien, die gerade sehr viel Dynamik zeigen und das in der Regel auch einige Tage halten können. Das heißt, ich merke bei mir auch im Trainingsjournal, wenn ich das auswerte, keine generellen Probleme jetzt im Juli, August, September. August war mal 2 Jahre in Folge hintereinander mein schwächster Monat, aber das jetzt da, sage ich mal, kann auch Zufall gewesen sein, beziehungsweise dem Umstand geschuldet, dass ich nicht jeden Tag alle Signale gehandelt habe und dann greifst halt vielleicht mal mehr in den falschen Topf. Folgst du generell insgesamt ganz genau 1% Risiko für all deine Positionen auf dein Gesamtdepotwert? Nein, das mache ich nur bei meinen Brot- und Butter Strategien. Ich handle immer mehrere Strategien parallel und wenn ich jetzt A merke, eine Strategie hat jetzt schon länger Probleme, dann fahre ich da eher auf 0,5% runter, bis ich evaluiert habe, ob die Strategie ein generelles Problem hat, vielleicht auch wieder mal verworfen werden muss oder einfach nur angepasst. Sonst sind es 1% pro Trade. Allerdings, wenn ich jetzt, ich habe auch mehrere Konten bei mehreren Brokern jetzt, das Exposure, also generell schon sehr hoch investiert bin, dann geht das auch mal auf 0,5 zurück. Aber die Regel ist 1%, ja. Und wenn ich Strategien neu ausprobiere, dann sind es auch nur 0,5. Wie ist das damit über Nachtgebühren bei Freestocks? Oh, puh, da müsste ich dir nachsehen, aber Tipp. E-Mail an info@freestocks.de und der Service ist immer rasend schnell und gut. Ich möchte jetzt eigentlich kein Poker-Webinar draus machen. So, Freunde.
So viel dazu. Kanalien Live-Signale für den 5.9. haben wir Roblox und JP Morgan. JP Morgan war das Long-Signal. Roblox war das Short-Signal. Verlassen wir es. 45 Minuten sind auch schon wieder um. Schön, dass ihr da wart. Danke für eure Fragen. Ich hoffe, ich habe es verständlich rüberbringen können. Wir sehen uns im Newsletter dann weiter an, wie die letzte Woche performt hat, welche Signale wie umgesetzt wurden und begleiten die Signale diese Woche natürlich auch weiter im Newsletter, damit wir uns an Tag 7 so also zusammenfassend alle Nuancen des Trade Managements ansehen. Wo kamen die Einstiegsorders hin? Warum wurde sie schlecht ausgeführt? Wie sieht es mit Ausstiegsmanagement aus? Wenn die Position schon dick im Plus ist, zieht man Stopp nach oder nicht? Warum nicht? Das alles im Newsletter. Gerne eintragen auf michaelhinterladner.de. Hab mich gefreut. Wir sehen uns, hören uns, lesen uns. Macht's gut.